frage ich mich, was der Typ da eigentlich macht. Ey, wolltest du schon auf die Deko? Würde ich ja nur zu gerne. Aber Suki hat sich dafür entschieden, dass ich hier aussetzen soll. Warte, was? Aber wir sind doch zu dritt. Dann würde doch wieder jemand doppelt. Das scheint wohl wer nicht mehr up to date zu sein. Was meinst du? Hast du den einen Typen da draußen noch nicht bemerkt? Der wird mitkommen. Ich bereite nur alles vor. Okay, dann macht das schon irgendwie Sinn, aber warum gerade er und nicht du? Mein Gott, dann frag doch Suki, wenn dich das so sehr interessiert. Wir sind letztes Jahr einige Asnas und dazu noch eine Station entwischt, mit denen du Bilder machen durftest. Dieses Jahr wird es anders laufen. Echt, du regst dich immer noch deswegen auf? Alter, ich hoffe, dass du so richtig auf die Schnauze fliegst. Und ich hole mir deine Innovi dieses Jahr. Nur die Ruhe, da wird eh kein Erfolg damit haben. Von einigen wissen ich und Suki, dass die nicht als Aster kommen werden. Von daher, lass ihn ruhig dran glauben. Alter, ist der Suki echt fies. Aber irgendwie hat er es auch verdient. Redet ihr da im Hintergrund über mich? Nichts, nichts. Kannst du dich einfach auf deine Vorbereitungen, okay? Und damit willkommen zu einem weiteren Convention-Vlog hier auf diesem Kanal. Sorry, dass es seit einer Weile nichts mehr hier gab, aber es lag neben Urlaub zum Teil an den Vorbereitungen für das, um was es in diesem Video hier auch geht. Nämlich die Deko 2024. Und ich war echt hyped. Nicht nur wegen dem, was mich dort so alles erwarten wird, sondern auch sowohl bekannte als auch neue Gesichter zu treffen. Man kann sagen, ich war mehr als ready. Und wie bei den Vlogs zuvor, werde ich für euch wieder alle Tage zusammenfassen. Natürlich habe ich am Freitag, weil da die Con ja erst gegen Nachmittag aufmacht, noch etwas Zeit in der Stadt verbracht. Ist auch schon lange her gewesen, dass ich mal so unterwegs war. Mir im Saturn einen neuen Switch-Controller gekauft. Natürlich mit G-Plus-Erweiterung, versteht sich. Denn längere Garantiezeit ist ja wichtig, nicht wahr? Nee, ich habe es mir ohne G-Plus gekauft. Das brauche ich nicht. Musste halt einen kaufen, weil mein linker Joy-Con auch bald keinen Bock mehr hat. Auch weil das Ding dank Henry der Wand schon mal Hallo gesagt hat. Halt die Fresse! Dann war ich noch was footen und dann ging es auch schon direkt zur Messe. Ich glaube, an dem Tag habe ich so einige Kilometer zu Fuß zurückgelegt. So viel, wie ich da gelaufen bin. Ich glaube, so mindestens 4 bis 5 Kilometer. Und der erste Fail des Tages war auch nicht gerade fern. Denn ich fuhr ja mit der Straßenbahn zur Messe und ein anderer Fahrgast, der dort auch aussteigen wollte, drückte genauso wie ich den Halteknopf. Und wisst ihr, was der Fahrer dann gemacht hat? Der hat voll darauf geschissen und ist einfach dran vorbeigefahren. Der hatte nicht mal gebremst oder so. Er dachte sich wahrscheinlich dabei. Egal. Dafür durften ich und die anderen dann wieder schön viel laufen, um den ganzen Weg zurückzugehen. Das muss wohl dieser gute Kundenservice sein, von dem alle reden. Das war by the way nicht ernst gemeint. Beim Eingangsbereich war zumindest ab Samstag viel los gewesen. So viel, dass man schon zwei Reihen machen musste, wovon eine durch die Garderobe geführt hat. Weil nicht nur war der eine lange Gang und Zwischenraum bei der Messe jetzt Teil davon, es waren auch gefühlt mehr Besucher am Samstag da gewesen oder generell an den anderen Tagen als letztes Jahr. Aber es wurde während der Wartezeit nicht langweilig oder so. Am Freitag haben auch einige auf eine Bank draußen einiges draufgeschrieben, um sich halt zu verewigen. Und weil ich auch gefragt wurde, habe ich einfach mal wieder Marvin geehrt mit den Worten Dojinja. Am Freitag hing ich auch mit einer Cosplayerin ab, die ein OC-Outfit anhatte. Sie hatte, wie sie mir gesagt hat, die Tochter von König Arthur gecosplayt, weil sie auch dafür interessiert. Und die anderen Tage hing ich mit dem Shadow-Cosplayer und einigen weiteren ab. Unter anderem war auch ein spanischer YouTuber mit am Start gewesen, der jetzt zwar kein wirkliches Deutsch konnte, aber man konnte sich auf Englisch gut mit ihm unterhalten. Wer weiß, vielleicht finden wir uns bald in seinem Video wieder, auf welchem Kanal auch immer er das hochladen wird. Falls wer das rausbekommt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich verlinke dann auch das Video von ihm. Die Con jedenfalls war etwas größer als letztes Jahr. Na gut, so groß war der Unterschied jetzt auch wieder nicht, aber es war schon mehr Platz vorhanden. Im Grunde ist der lange Gang auf der anderen Seite des Hofes und der Zwischenraum am Ende dazugekommen. In diesem Gang waren auch die ganzen Fanstände, wo auf verschiedene Projekte oder Events aufmerksam gemacht wurde, wie die Cons, die in diesem Jahr noch anstehen, wie zum Beispiel die Jena-Co. Oder auch Japan Radio hatte mal wieder einen Stand gehabt. In dem anderen langen Gang, wo sonst auch die Fanstände waren, war jetzt auch mehr als genug Platz gewesen für die Creator-Stände. Gerade am Samstag war es dort echt voll gewesen. Was ich aber am Samstag verpasst habe, war, dass einige Spider-Man-Cosplayer das eine Meme nachgestellt haben, wo die immer auf den anderen gezeigt haben. Schade, hätte ich echt gerne gesehen. Falls wer dazu ein Bild hochgeladen hat, schreibt den Link dazu gerne mal in die Kommentare. Der Händlerbereich war auch wieder sehr gut besucht und es gab auch wieder echt tollen Merch zu kaufen. Tatsächlich wollte ich mir auch eine Figur aus dem Neptunia-Franchise kaufen, aber nachdem ich den Preis gehört habe, war ich direkt wieder weg. Ihr könnt jetzt gerne mal raten.
Jede davon kostet 319 Euro. Jeder bei dir seid jetzt genauso geschockt wie ich. Aber man konnte sich auch noch andere Merch holen. Seien es Blu-rays, CDs, Schmuck, Mauspads und und. Auf dem Hof gab es auch wieder epische Autos, die einfach nur nice waren. Bin jetzt schon gespannt, wann sich wieder ein Besitzer von diesen Autos bei mir in den Kommentaren meldet. Und zum Beispiel das Auto mit dem Kurumi-Design ist einfach nur der Hammer. Ich glaube, Lucy würde gerne mal damit mitfahren wollen. Also, falls wer den Besitzer von diesem Auto kennt, könnt ihr ihm mal die Kontaktdaten von Lucy übermitteln? Ich glaube, die würde sich sehr darüber freuen. Aber auch gab es wieder einige Shows, sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Bühne. Wobei ich mir nicht wirklich viel angeschaut habe. War ja eher mehr unterwegs gewesen. Aber einiges habe ich mir schon angeschaut. Unter anderem habe ich mir am Freitag die Show der Cos Comedians angeschaut, welche das große Disney Supertalent hieß. Also das Supertalent mit den Charakteren aus dem Disney-Universum. Und die Jury bestand aus Peter Pan, Isabella und... Wait, Alice? Was macht die denn hier? Die wurde doch als Kind von Dusselbert entführt, in der Kathedrale durch das Synthesis-Ritual zu Alice in Synthesis 30. Dann hat sie Kirito und Yusho in den Knast geworfen, später gegen die gekämpft und... Wie, falsches Franchise? Das ist nicht Alice aus SEO? Shit. Vergesst meine Worte einfach ganz schnell wieder. Aber jetzt mal Real Talk. Die Show an sich war echt gut gewesen. Sehr unterhaltsam. Und das gilt auch für die Videos, die im Laufe der Show gezeigt wurden. Wobei ich da manchmal das Gefühl hatte, dass die generell viel zu oft irgendwelche Memes verbaut haben. Also zum Beispiel Musikeinspieler. Und ja, es hat schon an gewissen Stellen gepasst. So ist das nicht. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber es wurde, finde ich, ein bisschen übertrieben. Ist aber nur meine subjektive Meinung. Und bei den Texteinblendungen hätte ich, wenn mir die Kritik erlaubt ist, den Vorschlag, dass man passend zur Farbe des Textes und des Hintergrunds einfach nur eine entsprechende Kontur mitverwenden könnte, damit diese noch etwas besser hervorstechen. Ansonsten das Schauspiel war echt schön gewesen. Und wir bleiben gleich mal beim Thema. Denn am Sonntag wurde auch die Show One Piece Prison Break von Otakus Live gezeigt, die letztes Jahr sogar ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Und wie auch letztes Jahr hat die Gruppe echt super abgeliefert. Einfach alles hat gepasst und ich denke, jeder, der die Show gesehen hat, wird mir zustimmen, dass diese richtig super war. Doch nicht nur solche Shows habe ich mir angeschaut. Nein, ich war auch bei dem AMV-Wettbewerb am Freitag gewesen und das nicht nur, weil ich mir die gerne anschauen wollte. Ich habe jetzt, by the way, keine Clips zum zeigen, also die Frage könnt ihr euch sparen. Aber ein weiterer Grund, dass ich dort war, war, dass ich selbst auch daran teilgenommen habe. Ich kann euch jetzt nicht sagen, welchen Platz ich belegt habe, weil ja nur die Top 3 genannt wurde und da waren auch echt krasse AMVs dabei gewesen. Aber falls ihr euch das gerne mal anschauen wollt. Auf meinem Zweitkanal Exisound ist das AMV bereits seit Tagen verfügbar und es hat wirklich viel Zeit gefressen, bis es fertig war. Und war auch einer der Gründe, weshalb ich nicht so viel hochladen konnte. Nächstes Jahr werde ich auch wieder mitmachen. Das Thema habe ich mir auch schon überlegt, aber es fehlt mir noch ein passender Song, damit ich es produzieren kann. Was ich aber noch sagen muss, und das ist eher eine Kritik an die Orga der DDeko, bei der Ankündigung meines AMVs waren die Moderatoren etwas verwirrt bezüglich des Titels, weil bei denen drauf stand Sonic Find Your Flame, wobei eigentlich der Titel war Sonic Frontiers AMV Find Your Flame. Naja, ich hoffe, nächstes Jahr passiert sowas nicht nochmal. Neben diesem Wettbewerb habe ich am Mario Kart 8 Turnier teilgenommen, obvious, und ich sowie eine Gruppe weiterer Leute, mit denen ich beim Wettbewerb abgehangen habe. Naja, wir sind in der ersten Vorrunde eiskalt rausgeschmissen worden. Ich muss dazu sagen, es gab nur richtig miese Strecken. Und ich bekam auch noch die Partystraße. Eine der wenigen Strecken, die für meine Kart-Kombi nicht ausgelegt ist. So schnell kann es gehen, nicht wahr? Die meisten hatten Kombis, die jetzt nicht direkt Meta waren, aber es ging in die Richtung. Aber ich konnte auch abseits davon mit anderen Mario Kart 8 spielen und die waren alle nicht schlecht gewesen. Und ich konnte auch so einige neue Kontakte schließen. Man sagt ja, Mario Kart zerstört Freundschaften. Bei mir ist das scheinbar umgekehrt. Aber auch Smash Bros. Habe ich wieder gegen andere gespielt und elendig versagt. Aber zu meiner Verteidigung, ich spiele kein Smash Bros. Ausreden, das sind alles nur Ausreden! Auch im Activity Room konnte man Smash Bros. Spielen, also den Melee-Teil. Und da war ich sogar etwas besser gewesen. Habe da auch nur Mewtwo und Pichu gespielt, aber nur deswegen, weil ich mal gehört habe, dass Pichu schlecht sein soll. Und man konnte auch an einem echten Mega Drive, zum Beispiel Sonic, spielen. Und habe dort einfach mal die Mega Drive-Version von Sonic Spinball gezockt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt kommen wir aber mal langsam zu den Highlights. Und nein, damit meine ich nicht die Cosplay-Bilder. Die kommen noch. Denn wir haben Kirito im Glauben gelassen, dass Marco dieses Jahr wieder als Asuna kommen wird. Ihr wisst ja, dass er deswegen noch sehr angepisst ist. Und ihr wollt bestimmt wissen, wie das Ganze ausgegangen ist, als er dann auf Marco getroffen hat. Und ja, seht selbst. Warte, das ist nicht der Isha. Wie? Das kann nicht sein. Soko, du Verdammter! Du Verdammter! Du Alter! Oh mein Alter, wird den verarscht! Und wir ihn verarscht haben. Und ich glaube, Marco hat das mehr als gefallen. Schön für euch, dass ihr auch einen Spaß hattet.
Ihr denkt wohl, ihr seid echt witzig, was? Naja, im Gegensatz zu dir schon. Aber dafür habe ich trotzdem noch zahlreiche Anlass gefunden, was ihr niemals schaffen werdet. Okay, Digga, flex einfach damit, wenn dich das glücklich macht. Ich kann das genauso, du. Oh, und da das Schuh sicher freuen wird, habe ich einfach mal an seiner Stelle Inori gefunden. Fand ich echt geil, by the way. Dieser gottverdammte Wichser! Was hast du jetzt vor? Na was wohl, ich gehe den Typen jetzt jagen. Aber das Beste kommt ja noch, denn nachmittags und abends war auf dem großen Hof so richtig Party gewesen. Gerade am Wochenende. Nicht nur durch die Musik, die dank der Soundbox von Zhao abgespielt wurde. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Falls nicht, sorry. Der Typ ist by the way ein echt krasser Dude. Check den auf jeden Fall mal aus. Aber auch war dort viel los gewesen. Also neben den ganzen Tänzen wurde auch zum Beispiel auch Volleyball gespielt, welches komischerweise von einem Ordner unterbunden wurde, obwohl jemand anderes das vorher erlaubt hat. Und es hieß dann, ja, niemand hätte das erlaubt. Verstehe ich nicht. Was für eine Logik. Also merkt euch, wenn euch jemand auf einer Messe etwas erlaubt, zeichnet das am besten auf, falls irgendwer anderes kommt und sagt, ja, jetzt ist das nicht mehr erlaubt. Aber ein Highlight am Samstag waren die Schwertkämpfe. Und das ist jetzt kein Witz oder so. Ich, wobei, hab die meiste Zeit eher das nur gefilmt. Und andere wie Adrian hatten Spaß dran gehabt. Und es war sogar auch erlaubt gewesen. Solange die Schwerter den Waffencheck bestanden haben und wir niemanden umbringen. Ansonsten war alles okay. Aber warum rede ich nur darüber? Schaut euch doch einfach diese schönen Clips an, die ich dazu aufgenommen habe. Shit. Alle gegen alle oder was? Weiter. Hey, ich dachte, wir ziehen. Oh shit. Komm her, nicht Shadow. Die wurde euch weggejuckt, die ist euch tot. Die geht nicht tot, das ist das Gruselige. Die kämpft mit beiden Seiten wirklich. Der ist rauf. Jetzt erweckt mir das Biest. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie ist auf alle Fälle etwas besser als ich und doch schon besser als du. Und ich leugne nicht mal, dass sie etwas besser ist als ich. Jo! Ja! I don't think the more key! Come here! Ja, die Cosplayerin hat wirklich Skills mit dem Schwert. Ehrlich nochmal, Respekt an der Stelle. Vielleicht gibt es so eine Aktion nächstes Jahr wieder. Müssen wir mal schauen, aber dann sollten wir keine Schwerter nutzen, die nicht kaputt gehen sollen. Keine Ahnung, warum ich das hier erwähne. Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, den bestimmt viele mit Spannung erwartet haben. Die Cosplay-Bilder. Und auf dieser Con habe ich sogar mehr Bilder geschossen als die Jahre zuvor. Und diese dürft ihr jetzt sehen. Und ihr kennt ja das Prozedere. Zu jedem Bild blende ich, wenn mir der Username vorliegt, diesen auch ein. Und alle sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, los geht's. Ihr werdet es vielleicht kaum glauben, aber ich habe sogar Zuschauer auf der Con getroffen und sie ist eine davon. No shit, am Tag vor der Dedeko, so kurz nach 23 Uhr, hat die bei mir unter dem Dedeko-Vlog vom letzten Jahr kommentiert und hat mich am Freitag direkt erkannt. War aber auf jeden Fall nice und ich hoffe, dir gefällt dieser Vlog genauso wie der von 2023, wobei dieser hier deutlich besser ist. Und was ich nicht erwartet habe, war, dass Lucy, also diese Lucy, nicht die Lucy, die ihr kennt, auch eine Zuschauerin von mir ist, was ich aber auch erst am Sonntag so erfahren habe. Ich hoffe, auch dir gefällt dieser Vlog und folgt ihr auf jeden Fall mal, denn sie macht echt tolle Bilder in ihrem Lucy-Outfit aus Cyberpunk Edgerunners. Aber auch waren schon wieder Killer aus DBD hinter mir her. Was habe ich denn getan, dass die so pisst auf mich sind? Erst war es ein Trapezmann und natürlich war niemand da, der mir helfen wollte. War bestimmt safe dieser Marvin, der ihn dazu gebracht hat, mich zu jagen. Dieser Antimate. Warum bin ich jetzt der Antimate? Und als wäre das nicht schon schlimm genug, wollte auch noch ein Ghostface mich umbringen. Aber nicht mit mir. Ich konnte mich befreien und habe diesen, wie es sich für einen Survivor gehört, ordentlich weggeboxt. Bis er stirbt.
Ich glaube, das wird Baladi mehr als gefallen, dass ich seine Waifu gefunden habe. Aber wenn wir schon beim Thema Waifu sind, muss ich euch weitere Bilder zeigen. Ich habe noch ein Bild mit einer Misa. Dann haben wir noch eins mit einer Mitsuri. Suki, ich glaube, du solltest lieber... Was darf natürlich auch nicht fehlen? Richtig, eine Shinobu. Und ich meine auch, dass ich sogar eine Kanao gesehen habe. Suki, das wird jetzt langsam etwas kritisch. Und natürlich habe ich auch die wunderschöne Shelly getroffen, die dieses Mal als Yor unterwegs war. Und das Cosplay sah echt Hammer aus. Ey, du bist so ein Hurensohn. Jetzt mal wirklich sicher, das sind meine Waifus. Meine Waifus. Wie kann man so ein Stück Scheiße sein? Meine Fresse. Ich liebe es einfach, Marvin damit zu triggern. Seine Reaktionen sind immer wieder sehr unterhaltsam. Und das waren alle Bilder. Danke nochmal an alle, mit denen ich ein Bild schießen konnte. Und ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder. Und damit endet dieser Vlog. Ich muss sagen, ich fand die Deko offen gesagt besser als letztes Jahr. Und hatte mir deutlich mehr Spaß gemacht. Es sind so viele coole Momente passiert. Habe einige neue Leute und auch ganz random Zuschauer getroffen. Aber auch Bekannte wieder getroffen. Es war eine sehr schöne Convention. Und deshalb gibt es nochmal von mir ein großes Dankeschön an die Orga. Aber auch möchte ich an dieser Stelle nochmal einige Leute erwähnen, ohne die so manche nicht entstanden wäre. Da wäre einmal Adrian, mit dem ich auch die meiste Zeit unterwegs war. Er ist ein echt cooler Kerl und dank ihm konnten auch der Clip mit Mako gedreht werden. Deshalb nochmal ein fettes Dankeschön an dich. Er hat sogar auch eine Videobotschaft für euch, die ich euch jetzt zeige. Gut, also viele Grüße von der Dedeko aus Dresden und von mir, Shadow. Wenn ihr mehr von mir hören, sehen, fühlen wollt, auch wenn das eher weniger gegeben ist, dann könnt ihr gerne auf Twitch mir folgen. Da heiße ich Alterkra. Dort kommen regelmäßige Let's Plays und Cosplay, einzelne Ausschnitte. Ich freue mich, wenn ihr vorbeigucken würdet. Direkt folgen, ansonsten seid ihr ehrenlos. Aber auch bei Marco will ich mich nochmal bedanken, dass sie bei dem einen Clip mitgemacht hat. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch den ein oder anderen Clip für zukünftige Vlogs drehen können. Und auch ein Dankeschön geht an den Kreuzritter, habe leider seinen Insta-Namen nicht. I'm really sorry. Aber falls du siehst, fühle dich trotzdem angesprochen. Und an Mirai, denn ohne die beiden gäbe es auch diese ganzen coolen Aufnahmen von den Schwertkämpfen nicht. Aber auch den anderen, die mit dabei waren, danke ich. Auch weil einer von denen zwei Clips gefilmt hat. Und auch ein fettes Dankeschön an Marvin, Lucy und Henry für deren Clips für den einen Sketch darf an dieser Stelle nicht fehlen. Unterstützt die drei auf jeden Fall. Und damit beende ich das Video. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr selber auch vor Ort wart und wie ihr die Deko fandet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, denn es soll ja regulär weitergehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.